Ja, vielen Dank. Ich habe einen Text, der ist nur 3 Minuten lang, deswegen werde ich die Zeit jetzt ein wenig füllen. Ich sammle immer Listen. Ich mag Listen, einfach um mich an Dinge zu erinnern. Wäre ich während des Zweiten Weltkriegs geboren, hätte Spielberg wahrscheinlich auch einen Film über mich gemacht. Die erste Liste, die ich jetzt vorlese, sind Dinge, die man am Flughafen nicht tun sollte. In der Schlange am Check-in-Schalter laut und mit geschlossenen Augen von 30 runterzählen. So. Ein Darth Vader-Kostüm anziehen und das Sicherheitspersonal fragen, wo der Flug zum Todesstern startet. Einen Tag lang wahllos Koffer klauen, sie irgendwo herrenlos stehen lassen. Beim Check-in-Schalter immer wieder unauffällig mit dem Fuß auf den Koffer klopfen und dann sagen: Sei ruhig, Ahmed! Dinge, die man auf einer Beerdigung nicht tun sollte. Der Witwe an den Busen fassen und rufen: Das gehört jetzt mir! Bei der Trauerfeier mit dem aufgebahrten Leichnam das Jackett tauschen. Jedem, dem man die Hand gibt, mit tiefer Stimme sagen: Du bist der Nächste. Dinge, die man nicht tun sollte, die aber Spaß machen. Sich nach einer Durchsage im Supermarkt auf den Boden werfen, dabei schreien: Die Stimmen sind wieder da! Den Mann vom China-Imbiss fragen, warum er so verkniffen guckt. Und dann einmal die 32 mit süß-sauer ein Happy End bestellen. In ein Krankenhaus in die Intensivstation gehen und einem Patienten ins Ohr flüstern: Geh ins Licht! Sollte man nicht tun. In ein Fitnessstudio den fettesten Typen beobachten, während man Chips und Cola in sich reinstopft. Im Zoo die Affen mit seinem Kot bewerfen. Sich als Sensemann verkleiden und ganz langsam durch ein Altersheim schlupfen. In ein vegetarisches Restaurant gehen, die Gäste mit Hackfleisch bewerfen. Mit einer Waffe in der Hand durch die Stadt laufen, dabei mit einem irren Blick singen: Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wollt ihr noch mehr? Dinge, die man als Mann beim Sex nicht hören möchte. Bist du schon drin? Vor allem, wenn man schon drin ist. Wenn du fertig bist, kannst du dich gerne ins Gästebuch eintragen. Oder auch: Ich muss morgen früh raus und schlafe jetzt, du kannst gerne weitermachen. Dinge, die man einer Frau beim Sex nicht sagen sollte. Erster! Oder auch: Von hinten siehst du ein bisschen aus wie meine Mami. Oder: Hast du zugenommen? Das hat er früher nicht so geklatscht. Probier das mal aus. Oder: Deine Schwester mochte das. Deine Mutter mochte das auch. Und dein Vater fand es auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir ausgelacht. Ich habe jetzt noch einen Text dabei. Es ist ein ernster Text. Und er hat einen Titel, den mag ich aber nicht besonders, deswegen sage ich den nie und ich lege jetzt einfach los. Du versinkst in dem Sumpf deines gleichförmigen Lebens. Du schnappst nach Luft, reißt nach Halt, doch da ist nichts außer den Schatten vergebener Chancen. Du willst schreien, dich befreien, aufstehen, auffallen, doch deine Stimme prallt an der Gleichgültigkeit deiner Umwelt ab. Du bist wie ich. Du bist eine Drohne, trotz Geburtsurkunde namenlos. Ein Rädchen im Leerlauf, das nichts bewegt außer sich selbst. Dein Herz liegt auf den Knien und bettelt nach Freiheit. Doch die Indoktrination einer Gesellschaft, der du seit deiner Kindheit ausgesetzt bist, schränkt dich ein, fesselt dich mit ihren Regeln. Du bist gefangen in einem Korsett aus Dispo-Krediten, Lebensversicherung, der Erwartungshaltung deiner Umgebung. Du stumpfst ab, verlierst die Fähigkeit zu fühlen und wirst mit Drohnen und Spielen abgelenkt von dem, was wirklich zählt. Das Fernsehen denkt für dich, das Internet sagt dir, was dir zu gefallen hat und schlunkert dir Freundschaften vor, wo nur Nullen und Einsen sind. Die Welt ist globalisiert und jeder ist jederzeit erreichbar. Nur anfassen ist nicht. Liebe verkommt zur Pornografie, zu einer schnellen Nummer auf YouPorn. Wo gefickt wird, sind Emotionen fehl am Platz. Junge Menschen beobachten die Erwachsenen bei der Kopulation und halten es für normal, dass der Sex mit einem Blowjob beginnt. Sie sehen, lernen, kopieren und ihr erstes Mal fühlt sich an, als wäre eine Kamera im Raum. Jugendliche werden zu Reflexionsflächen dessen, was sie sein wollen und nicht sind. Ihre Hobbys sind Facebook, Klingeltöne und Einkaufen. Von Kindesbeinen an mediatisiert leben sie in einer Welt zwischen Sein und Schein mit Vorbildern, die selbst keine hatten. Das Fernsehen zeigt ihnen tagtäglich, dass die Würde des Menschen durchaus nicht unantastbar ist. In Sendungen, in denen Menschen vor laufender Kamera zur Belustigung hirnloser Zuschauer gedemütigt werden. In TV-Formaten, in denen es ausschließlich darum geht, unsere voyeuristischen Instinkte anzusprechen, in denen wir uns in unserem eigenen Ego suhlen können, weil es da draußen so viele Assis gibt, die viel
weniger wert sind als wir. Du bist wie ich. Du bist ein Teil dieser Welt, die dir Freiheit vorgaukelt. Die Meinungsmacher von heute geben dir vor, welche Kleider du zu tragen hast, welche Frisur dir steht, welches Auto du fahren musst. Der Konsumrausch als Lebensmittelpunkt macht dich zum Sklaven der gewinnorientierten Unternehmen. Die soziale Marktwirtschaft verkommt immer mehr zu einer Lachnummer, in der wir alle die Clowns sind und ein paar wenige sich händereibend schlapplachen. Du opferst den Konzernen Lebzeit deiner Arbeitskraft, damit du dir ihre Produkte leisten kannst. Schaust dabei zu, wie sie unsere Welt kaputt wirtschaften und staunst über die Dreistigkeit ihrer Taten. Menschlichkeit ist ein unrentables Geschäft und so wundert es nicht, dass Werte verfallen in einer Welt, in der Leben für viele keinen Wert besitzt. Die Gesellschaft verroht und der Respekt cruist mit dicken Eiern im 3er BMW durch die City und schleppt scharfe Bitches ab. Du bist wie ich. Du fühlst dich machtlos, klein und die Wut frisst dich von innen auf. Deine Fäuste stecken geballt in deinen Hosentaschen, du lächelst, obwohl du schreien möchtest. Doch es macht dich kaputt. Lass nicht zu, dass es dich zerstört. Du bist niemals zu alt oder zu jung, dein Leben umzukrempeln. Kündige deine Accounts bei Facebook, MySpace, Google+, StudiVZ, Xing, Flickr, Quick, Lokalisten.de, YouPorn, StayFriends, Yuppie, SchülerVZ und werde endlich mit dir die Mächten leben. Sei der Keim der Rebellion, der Keim des Zweifels, der die Menschen durch Worte und Taten zum Nachdenken bringt. Sei dir deines Gewissens bewusst und lass dich von deinem Herzen leiten. Du hast nur ein Leben, nur eine Chance, etwas daraus zu machen. Sei respektvoll, aber beharrlich. Lass dir nicht erzählen, dass du unvernünftig bist. Vernunft ist etwas für Menschen, die Angst vor Veränderung haben. Brich die verkrusteten Strukturen der Gesellschaft auf. Sei kreativ und zeige auf, wie man es besser machen kann. Hör auf zu jammern und tu endlich was. Riskier eine dicke Lippe und stell dich der Idiotie in den Weg. Und wenn du auf die Fresse kriegst, stehst du so lange wieder auf, bis keiner mehr Bock hat, dich zu schlagen. Sei wie ich. Stell dich auf eine Bühne, strecke die Arme aus und rufe: Ich werde die Welt verändern!